Ich freue mich sehr, Sie heute Abend hier bei unserer abendlichen Runde begrüßen zu dürfen. Diejenigen, die schon öfters der Veranstaltungsreihe beigewohnt haben, wissen, dass es sich um eine Vortragsreihe handelt mit Diagnosen zur Zeit. Es gibt ja wahrscheinlich nichts Schwierigeres, als etwas Abstand zur Gegenwart zu kriegen, oder? Was war, da kann man zurückblicken, und was sein wird, darüber kann man spekulieren, aber Zeitdiagnose, also zu begreifen, die Welt, in der wir gerade leben, das ist schon durchaus anspruchsvoll. Deswegen haben wir der Reihe auch so einen Untertitel gegeben, auf der Höhe, diesen Hochsitz, so nannte man das zumindest in meiner Kindheit, einfach als Erinnerung zu versuchen, ein bisschen Abstand zu kriegen auf eine sehr schwierige Frage. Die Vortragsreihe ist sehr ambitioniert, die ist nämlich glossarisch. Wir haben vor schon fast 4 Jahren angefangen, einen Vortrag von Dietrich Dietrichsen zum Schlagwort der Authentizität, also A wie Authentizität. Und dann haben wir lauter sehr interessante und auch neue oder spannende Schlagworte uns rausgesucht, hatten jetzt gerade unlängst mit Peter Schaar eine Diskussion über die Transparenzgesellschaft, also über den Begriff der Transparenz. Und Sie ahnen, worauf ich zusteuere, wir sind jetzt beim Buchstaben U, Unübersichtlichkeit, die neueste Unübersichtlichkeit. Lassen Sie mich 2, 3 Gedanken dazu sagen, warum uns das wichtig war, hier über Unübersichtlichkeit zu sprechen. Sie wissen, dass Jürgen Habermas diesen Begriff der neuen Unübersichtlichkeit schon vor mehr als 30 Jahren geprägt hat, damals mit einem Aufsatz im Merkur, wenn ich das richtig erinnere, ist aber heute auch noch nachzulesen in einem dieser Edition Suhrkamp-Sammelbände. Und nur zur Erinnerung, der Untertitel damals war die Krise des Wohlfahrtsstaats und die Erschöpfung utopischer Energien. Und was Habermas damals schon versucht hat, ist zu beschreiben, warum eigentlich diese Orientierungsbegriffe wie links und rechts nicht so ohne weiteres hinhauen mit Blick auf die Verschiebung sozialer Milieus, postindustrielle Gesellschaft und so weiter. Also warum irgendwie die Welt komplizierter geworden zu sein scheint. Und dann dachten wir uns, naja, eigentlich ist es ja danach immer noch komplizierter geworden und immer noch unübersichtlicher, zumindest vermeintlich. Und da ist natürlich zum Beispiel Armin Nassee zu nennen, der in seinem Buch Die letzte Stunde der Wahrheit versucht auch nochmal zu beschreiben, warum diese ganzen Orientierungsbegriffe unterkomplex seien. Ja, ich zitiere, ich schließe mich dieser Meinung nicht an, aber das spielt auch überhaupt keine Rolle, was ich jetzt denke, denn wir sind sehr glücklich und auch stolz, dass wir einen sehr, sehr interessanten Impulsgeber und Vorquer- und Nachdenker dieser Republik hier als Referenten gewinnen konnten, Albrecht von Lucke. Albrecht von Lucke ist seit langen Jahren profilierter Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Eine der wenigen, ich glaube, da sind wir uns einig, sagen wir Zeitschriften, die wirklich sehr qualitativ hochwendig und konzentriert und auch eine Mischung aus Theorie und politischer Haltung Impulse in den politisch-intellektuellen Diskurs dieser Republik geben. Albrecht von Lucke ist aber nicht nur Redakteur dieser Zeitschrift, sondern jemand, der in Print, Funk und Fernsehen, hätte ich fast gesagt, immer wieder sehr pointiert und auch streitbar Position bezieht und hat jetzt gerade erst wieder seine Position in einem Buch dargelegt, das auch viel zu tun hat mit dem heutigen Thema. Also wer noch einen Lesetipp braucht, die Schwarze Republik und das Versagen der deutschen Linken. Dieses Buch ist jüngeren Datums, das lege ich Ihnen sehr ans Herz. Jetzt wünsche ich einen interessanten Vortrag und danach sehen wir uns wieder bei der Diskussion. Vielen Dank.
Guten Abend, freue mich sehr, hier zu sein. Lieber Peter, vielen Dank. Liebe Böll-Stiftung, Frau Überscheer, ich freue mich ganz besonders, die neue Vorsitzende hier, diesen Reihen zu sehen. Welche Freude. Ja, freue mich vor allem deshalb aus zwei Gründen gleich vorab. Ich bin ja, wenn ich das so sagen darf, seit 20 Jahren der Grünen Sache, Partei, an dem Anliegen durchaus sehr verbunden. Es ist aber der erste Vortrag, bei dem ich so die Gelegenheit habe, vielleicht in einer Zeit doch vielleicht ein paar Sachen klarzustellen. Deswegen nochmal, lieber Peter, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich denke nicht zu quer. Also eher gerade, vielleicht heute. Deswegen, der Begriff ist immer so lustig, sei gesagt, du hast ihn verwendet. Vorab, Sie sehen es, ich habe meine Schränke geplündert. Noch einmal den Habermas mir vorgenommen. Er ist ja mittlerweile bei den kleinen politischen Schriften bei Band 12 angekommen, das muss man sagen. Also übrigens kleine politische Schriften, die alle bei weitem nicht dem gerecht werden, was sie versprechen, denn das sind natürlich keine kleinen politischen Schriften, das sind gewissermaßen Zeitdiagnosen, wie man sie sich nicht bestechender vorstellen könnte. Und deswegen war es mir eine Freude, nochmal den Band, den du mir quasi angeraten hast, die neue Unübersichtlichkeit zur Hand zu nehmen. Und es ist aus dem Jahre 85. Alle Texte darin sind lohnend. Aber vom Anfang her muss man trotzdem vielleicht den Punkt aufnehmen, in welcher Unübersichtlichkeit wir uns gerade befinden. Und das machte es damals, als die Anfrage auch kam. Ich glaube, Ole Meinefeld stellte sie mir vor einem Vierteljahr schon einigermaßen spannend, nämlich das Wissen darum, wir sind kurz nach einer Bundestagswahl. Und dass es unübersichtlich werden würde, das war damals schon geflissentlich absehbar. Wie unübersichtlich es werden würde, war in diesen Dimensionen, und das ist selbst für den politischen Beobachter, der sich am Ende des Wahlkampfes fast gelangweilt hat, dann am Abend der Wahl doch wieder schlagartig spannend geworden, wie ich es mir selber durchaus auch nicht vorhergesehen hätte, in diesen Dimensionen. Denn um kurz die Unübersichtlichkeit in einem Punkt zu beschreiben, die wir gegenwärtig erleben, es ist so etwas wie die Auflösung der alten Republik. Wir haben ein Ende der alten Lagerlogik, der alten Übersichtlichkeit der Bonner Republik, die darin bestand, dass wir zwei klassische, will mal meine Uhr gerade noch aufstellen, damit ich sie auch zeitlich im Blick habe und damit wir nicht zu Fragen kommen. Die alte Logik der Bonner Republik, die darin bestand, dass wir ein klassisches sogenanntes bürgerliches Lager haben, man kann es auch ein rechtsmittiges Lager nennen, und ein linkes Lager. Diese Logik ist ersichtlich vollkommen erodiert. Und dass wir gerade heute an diesem Tag, ich überspitze es, die fast schon als Koalitionsverhandlungen sich gerierenden Einigungen von CDU, CSU erleben, die eigentlich nur der Vorschein der eigentlichen Koalitionsgespräche sein werden, nämlich mit FDP und Grünen, das ist gewissermaßen schon der Höhepunkt dieser neuen Unübersichtlichkeit. Wir befinden uns also in einer hochgradig diffusen Lage, in der ein Sprung aus den alten Lagern offensichtlich versucht werden muss, der Regierungsfähigkeit dieser Republik halber, und aber damit natürlich Implikationen in sich trägt, die vielleicht heute noch gar nicht in dem Maße absehbar sind. Und ich versuche jetzt vielleicht ein Stück weit, ausgehend von dieser Fragestellung, die eurer Frage unterlag, inwieweit haben sich diese vermeintlichen Begriffe aufgelöst, vielleicht nur ein bisschen deutlich zu machen, welche Überlegungen doch noch berechtigterweise, denn das war die Fragestellung, in den großen Begriffen links, rechts, liberal, konservativ enthalten sein könnten. Und deswegen ist es eben doch manchmal wunderbar, ich versuche den Abstand, den du mir ja anempfohlen hast, lieber Peter, aufzunehmen und nochmal auf den Habermas zurückzugehen. Was sagt Habermas in dem Text? Ich glaube, es ist dann 84, 85 kam das Buch raus, 84. Also alles, und das macht es so spannend, genau aus der Gründungsnähe der Grünen Partei geschrieben. Also auch im Kontext nur zu verstehen seines Hauptwerkes Opus Magnum, Theorie des kommunikativen Handelns, wo er versucht, deutlich zu machen, wo die großen Verschiebungen gewesen sind. Und die Kerndiagnose von Habermas, und die hat eine Aktualität, wie sie bestechender nicht sein könnte, ist die, dass die alte Arbeitsgesellschaft ihre kodierenden Qualitäten von links und rechts, beziehungsweise links und rechts, Peter, da muss ich dich vielleicht einen kleinen Punkt korrigieren, es ist eher die Frage von Fortschritt, von Utopiegehalt, dass die alte Arbeitsgesellschaft diese
Fähigkeiten nicht mehr besitzt. Das ist eine Diagnose, die in den 80er Jahren von vielen geteilt wurde. André Gorzes als erster zu nennen, Abschied vom Proletariat. Also Texte, die genau die Diagnose, die heute so virulent ist. Wie verliert sich die klassische Arbeitsgesellschaft? Durch Digitalisierung. Wie wird Arbeit überflüssig? Wie geht der Arbeitsgesellschaft die Arbeit aus, um den Titel von Dahrendorf zu nennen? Diese Fragestellung war im Kern der Habermasschen Auseinandersetzung der 80er Jahre. Und seine These bestand darin, dass die klassische Fortschrittsperspektive, die utopische Perspektive sowohl der Befreiung von falscher Arbeit, aber auch des Sozialkompromisses der alten Bundesrepublik, nämlich der Hegung des Klassenkompromisses im Sozialstaat, das hast du angesprochen, ein Stück weit an ein Ende kommt. Das ist die eine Seite, also die Fähigkeit, den Verlust der Fähigkeit auf der Arbeitsseite der Hegung und den Fortschritt quasi zu überführen in eine Hegung, in einen Kompromiss von Kapital und Arbeit. Und die zweite Diagnose, das ist die zweite Diagnose der 80er Jahre, war die, dass der Staat als solcher, nämlich der Sozialstaat, aber auch andere Facetten des Staates, und das teilte dann Habermas bei aller Kritik mit der Diagnose von Foucault und anderen, der Sozialstaat selber repressive Tendenzen entwickelt. Also letztlich so etwas greift wie Vermachtung durch den Sozialstaat. Und das überführt dann Habermas, etliche werden es kennen, dann ja in der Theorie des kommunikativen Handelns in die Vorstellung der Kolonialisierung der Lebenswelt, nämlich all das, was gewissermaßen, und da ist er so nah wie bei den grünen Bewegungen wie oftmals danach nicht mehr, nämlich das, was in den neuen sozialen Bewegungen aufkommt, das wird in der Lebenswelt kolonialisiert durch die Systemimperative von Staat und Markt, also durch Geld und Macht. Das ist die Diagnose von Habermas Anfang der 80er Jahre. Und diese Diagnose führt ihn zu der Fragestellung, was ist eigentlich das Neue, was die Bewegungen und natürlich damit auch die Grünen einbringen, gegen die Imperative von Macht und Geld. Und da ist er sehr klar. Er sagt, die neue Komponente ist die der Solidarität. Also ein erstaunliches Phänomen, dass er sagt, aus dem Kommunikativen, denn das ist die Quintessenz, wir müssen eine Verlagerung vornehmen von der Arbeitswelt auf die Welt der Kommunikation. Da versucht Habermas so etwas, ja einerseits wie auch Wahrheitsansprüche in der herrschaftsfreien Kommunikation, im herrschaftsfreien Diskurs, aber auch so etwas wie Ressourcen des Sozialen, des Moralischen neu zu entdecken. Und er entdeckt die Kategorie erstaunlicherweise, er nennt sie tatsächlich der Solidarität, die ja eigentlich die originäre Linke ist, die der arbeiterlichen, der klassischen Arbeiterklasse und Arbeiterfrage und der Arbeiterklasse. Diese Kategorie entdeckt er plötzlich genau in dem grünen Segment, in dem Pool, aus dem gewissermaßen auch die Grüne Partei entstanden ist, dem Bewegungspool feministischer, ökologischer, pazifistischer und sonstiger Art. Das heißt, man wird zu dem Punkt kommen, und das, glaube ich, ist dann schon eine entscheidende Feststellung, dass Habermas in der Tat nicht schwanger geht mit den Vorstellungen, jedenfalls in diesem Text, das sofort mit links und rechts zu qualifizieren und zu klassifizieren. Aber die Vorstellung, dass das natürlich eine linke Kategorie bleibt, denn der Ursprung seiner Überlegung geht natürlich immer von 1789 aus. Das ist der Kern seiner Überlegung. 1789 als die Verbindung von utopischen Vorstellungen mit der Vorstellung, dass sich das in Geschichte, ob der Arbeiterbewegung und dann später aber auch der sozialen Bewegung manifestiert, das ist natürlich weiterhin eine Vorstellung von Fortschritt und damit auch von linkem Denken. Und interessanterweise eines, das natürlich immer mit der Kategorie der Solidarität auch die Vorstellung der Gleichheit gegen die Machtvorstellung, die Vermachtung im Systemweltlichen, die Vorstellung von Gleichheit aller bereits hier Lebenden, wie auch derer, das war ja der Grundimpetus eines erheblichen Teils der Grünbewegung, auch der zukünftigen Generationen einbezieht. Diese Vorstellung, und das ist hochinteressant, ich kann übrigens jedem dieses Buch empfehlen, ich habe noch ein bisschen mehr gelesen, also dann auch die Überlegung in vielen anderen Büchern, beispielsweise nur als Tipp, zur Frage gewaltfreien Widerstands. Hochspannende Überlegungen, die alle im Zuge der G20-Debatte virulent spannend sind. Übrigens ohne, dass sie allzu leichtfertige Argumentationen zugunsten schnellen Protestes mit sich brachten. Keineswegs. Aber grundsätzliche Begründung, dass es das gibt, aber natürlich unter engen Voraussetzungen. All das findet sich. Das heißt, dieses Buch ist in erstaunlicher Weise auf der Höhe der Zeit. Und natürlich nicht zuletzt mit der Diagnose des Endes der Arbeitsgesellschaft. Das ist eine Kategorie, die uns ja in den nächsten Jahren mit Digitalisierung in hohem Maße einholen wird.
Meine Fragestellung, und das macht es für mich jetzt so spannend, ist aber nochmal fundamentaler. Ihr habt mir ja quasi auferlegt, dem die Frage von links und rechts zu unterlegen. Und in der Tat, du hast es angesprochen, Peter, in diesem Sommer und auch davor spielte, ich nenne es mal diesen Nassei-Diskurs, eine gewisse Rolle. Ich will es aber noch ein Stück weit einbetten. Er spielte eine Rolle auch vor dem Hintergrund, dass seit geraumer Zeit über den Populismus-Diskurs, über die Populismusdebatte, über, nennen wir es auch, die antidemokratische Attacke von links wie rechts, eine Vorstellung virulent geworden ist, es gibt eigentlich nichts mehr, was sich nur primär als links versus rechts darstellt, sondern es könnte so etwas geben wie einen antiparlamentarisch-antidemokratischen Affekt von rechts, wie auch einen antidemokratischen Affekt von links. Und das hat in wesentlich klügerer Form, wie ich finde, Nassei, der interessanterweise für mein Verständnis erstaunlich, obwohl er ein hochkluger Soziologe ist, allerdings sehr systemtheoretisch beleumundet und aus dieser Schule stammt. Er hat das beispielsweise, deswegen war das Buch für mich so schwach, unter anderem mit der schlichten Widerlegung von des Anspruchs durch die Faktizität begründet. Er hat gesagt, die Tatsache, müsst ihr das Buch mal lesen, auf den ersten Seiten kommt beispielsweise ein sehr kompliziert geschriebenes Buch, aber dann kommt das schlagende Argument, dass er sagt, beispielsweise die Grünen konterkarieren ihre hohen linken Ansprüche allein durch die Tatsache, dass sie lebensweltlich sich völlig anders gerieren. Das klassische Beispiel, wer grüne Ansprüche im Schilde führt, der darf nicht mit dem Mercedes fahren. Also eine simple Konterkarierung linken Anspruchsdenkens im positiven Sinne, also eines linken Anspruchs durch eine faktische, gegenläufige Faktizität. Das fand ich in dem Nassei-Buch schon ausgesprochen schwach. Wesentlich klüger, und das ist der Hintergrund, hat es beispielsweise Ralf Füchs, der Vorsitzende dieser Stiftung, in einer gewissen Weise zum Ausdruck gebracht. Mit einem aber, wie bei Ralf Füchs, immer im Raum sich befindenden Anspruch auf Anschlussfähigkeit. Der natürlich dahin ging zu sagen, wir haben es gegenwärtig in einer Analyse der Zeit mit einem linken Überschuss der Demokratiekritik, des Linkspopulismus oder sogar, ja, nennen wir es, des Sektierertums auf der Linken zu tun, der antiparlamentarisch, antidemokratisch daherkommt. Und genauso haben wir es im Rechtspopulismus mit einem Angriff zu tun. Und die Stoßrichtung, die Lesart von Ralf Füchs und anderen war die, es kommt nicht mehr auf die Unterscheidung von links und rechts primär an, es kommt primär darauf an, eine liberale, prodemokratische Haltung zu vertreten. Ich stelle ihn nur deshalb heraus, weil er damit ein Stück weit pars pro toto steht für eine Versuchung. Und selbst ich muss es zugeben, ich habe auch Anwürfe deswegen bekommen, weil ich der Meinung bin, dass es ja durchaus eine Querfront gibt, die man nicht leuchten kann, von Linkssektierertum, auch einem nennen wir es verschwörungstheoretischen Denken auf der Linken, antidemokratischer Art, wie auch auf der Rechten. Aber das wäre natürlich grundfalsch, aufgrund dieser Tatsache, die mich eher dazu veranlasst, und du hast zu Recht natürlich eigentlich mein Buch angesprochen, das natürlich schon die Antwort auf die Frage gibt, ob ich die Begriffe weiter für notwendig halte oder nicht. Denn wenn ich davon spreche, dass wir ein Versagen der deutschen Linken zu erleben haben, dann steckt da natürlich der Anspruch drin, diese Linke weiter zu formulieren. Ich hielte es für verheerend, aufgrund Querfronts Bestrebungen die großen Deutungsbegriffe ad acta zu legen. Weil das ein Verlust von analytischer und auch politischer Interventionsfähigkeit wäre. Und damit bin ich, um jetzt auch vielleicht den Beleg noch stärker aus der Gegenwart zu beziehen, noch einmal und komme zurück zum Deutungshorizont, den wir gegenwärtig erleben. Denn was hat uns diese Wahl denn beschert? Ich bin hier eingeladen worden mit dem Anspruch, die neueste Unübersichtlichkeit zu beschreiben. Sie hat tatsächlich in der Koalitionsbildung genau ihre Manifestierung gefunden. Aber was die Wahl natürlich uns auch in aller Klarheit beschert hat, ist die neueste Übersichtlichkeit. Wir haben zum ersten Mal eine neue Rechte im Parlament, klassischer Art. Beispielloser Art, die ganz klar das beschreibt, und ich habe hier ein kleines Sammelsurium mitgebracht, aber ich verweise auf ein zweites Buch neben Habermas, auch lohnend zur Hand zu nehmen, Umberto Bobbio. Der wunderbar beschreibt, und man kann es am gegenwärtigen Zeitpunkt exemplarisch deutlich machen, dass die klassischen Unterscheidungen von links und rechts haltbar und notwendig sind. Denn was wir gegenwärtig im Bundestag erlebt haben, ist eine rechte Partei, die explizit rechten Denkens entspricht. Indem sie die Ungleichwertigkeit, die Form von Ungleichheit im Kern manifestiert.
Eine Partei wie die AfD, die letztlich vom Kern ausgeht, dass das, nennen wir es deutsche Leben, dass das Leben unterschiedliche Wertigkeiten beinhaltet. Damit sage ich, meine ich übrigens keineswegs alle. Ich sehe durchaus da große Unterschiede. Aber die im Kern eine Ungleichheit von Menschen statuiert, ist damit originär dementsprechend, was Bourbieu als den Kerngehalt rechten Denkens beinhaltet. Und genauso gibt es natürlich dem Anspruch nach auf der Linken eine Partei oder muss es eine Partei geben, und das ist der Kern des 1789er Gedankens, der in keinster Weise abgegolten ist, die Freiheit hochachtet und massiv verteidigt, um also auch hier, wir sind zwei Tage nach dem 25, gestern einen Tag sogar nach dem 25. Todestag von Willy Brandt, um dessen großes Wort zu benennen, links und frei, natürlich die Freiheit vielleicht als den allerwichtigsten Begriff linken Denkens begreift, aber daneben natürlich immer an der Gleichheit jedes menschlichen Lebens festhält. Und das natürlich auch, und das ist der Kern grünen Gedankens gewesen, das natürlich auch in die Zukunft projiziert. Also der Vorstellung unterliegt, auch künftige Generationen haben ein gleiches Lebensrecht. Und das bleibt natürlich ein ungemeiner Stachel. Ich will es gar nicht ausmalen, was für ein Stachel es in den gegenwärtigen Koalitionsverhandlungen wird. Darüber können wir, Peter, du hast es angedeutet, Peter, gerne jederzeit später nochmal diskutieren. Aber es bleibt ein ungeheurer Stachel angesichts einer Lebens- oder nennen wir es einer kapitalisierten Lebenswelt, die genau natürlich Ungleichheiten allergrößter Art gegenwärtig manifestiert. Ein riesiges Problem der gegenwärtigen Debatten geht ja genau um die Frage, welches Leben hat ein Lebensrecht? Und wenn man es ganz groß hält, dann ist ja schon fast in unserem Grundgesetz ein so massiv linker Gedanke angelegt, in Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist interessanterweise ein Menschenrecht. Wenn man es aber ernst nur nimmt, dann ist es auch christlich, Eva, mag es grundiert sein, aber im Kern ist es vor allem ein derartig radikaler Anspruch, weil natürlich nicht darin steckt, dass es nur das Menschenrecht eines jeden auf deutschem Boden lebenden Menschen ist, sondern es ist von seinem universalistischen Gehalt gar nicht zu trennen. Und das ist natürlich ein linker Grundsatz, der heute von einer solchen Virulenz ist und der wahrscheinlich noch massive Debatten in den nächsten Monaten zeitigen wird. Und damit bin ich am Schluss fast schon dieser Kurve, wo ich nämlich die Frage aufwerfen will, was ist eigentlich heute für mein Verständnis die eigentliche Ironie der Frage von links und konservativ und liberal? Liberal, ich mache es mal deutlich an den Grundüberlegungen dieser Partei, der wir ja alle, oder jedenfalls die hier anwesend, mit einer gewissen Verbundenheit gegenüberstehen. Die Grüne Partei hatte immer drei Wurzeln. Sie hatte eine urliberale Wurzel. Das war eine menschenrechtlich, aber auch eine bürgerrechtlich grundierte liberale Vorstellung. Und ich spitze es zu. Diese Wurzel ist die, die sich in einem hohen Maße in der Gesellschaft durchgesetzt hat. Die Ehe für alle, die, meine ich, tatsächlich sogar vielleicht mit einem gewissen Recht eine konservative Replik gezeitigt hat. Diese Ehe für alle ist so fundamental liberal durchgesetzt, dass selbst Frau Merkel nicht mehr in der Lage war zu sagen, offensiv, ich bin eigentlich anderer Ansicht. Das heißt, die bürgerrechtlich-liberale Position ist in hohem Maße Common Sense. Ich glaube, Bernd Ulrich war es, der vor geraumer Zeit sogar sagte, eigentlich sind wir Grünen doch längst hegemonial geworden. Das verkennt bloß leider, und jetzt wird es interessant, und das macht die grüne Frage viel virulenter, dass es zwei andere Wurzeln gibt. Es gibt nämlich eine konservative Wurzel der Grünen. Eine von Anfang an konservative Wurzel, die hochgradig umstritten waren, die in ihrer, nennen wir es durchaus von ihrer terrestrisch bodengrundierten Art, sehr schnell zu Abspaltung geführt hat. Der Grünflügel und einer, der sehr stark in einer ökologisch, aber durchaus, ja, nennen wir es dem bloß dem Heimatschutz verbundenen Seite, sehr schnell von den Grünen abging. Aber der konservative Gedanke der Erhaltung der Schöpfung war natürlich ein zutiefst grüner und ökologischer Gedanke. Und wenn heute interessanterweise, und das macht übrigens auch ein Stück der neuen Unübersichtlichkeit aus, wenn heute der Heimatbegriff ja fast schon, ich nenne es mal, die neue Leitmelodie der neuen grünen Jamaika-Koalition werden soll, mit erstaunlicher Konnotation von Robert Habeck bis zu Katrin Göring-Eckert, dann ist das ersichtlich ein flehentlicher Versuch, eine neue Überschrift zu finden. Ich glaube, Habeck sprach von der Notwendigkeit einer Identität mit einer höchst problematischen Konnotation, wie wir alle wissen, des Identitätsbegriffs, aber ersichtlich der Versuch, aus dieser Unübersichtlichkeit etwas zu greifen, was man parteiübergreifend als eine Leitformel dieser neuen Koalition einschreiben kann. Katrin Göring-Eckert hat das, glaube ich, auf dem letzten Parteitag genannt. Wir werden
um diese Heimat. Das ist unser Land, wir werden um unsere Heimat kämpfen, wir lassen sie uns nicht spalten. Das ist ein erstaunlicher Satz, der sie danach auch sofort veranlasst hat, das sehr, und das jetzt macht es so spannend, universalistisch zu grundieren. Sie hat es danach in einem Text in der Taz versucht auszudeuten, dergestalt, dass sie sagte, unsere Heimat ist eine offene, ist eine, nicht multikulturelle, das war nicht ihr Begriff, aber sie ist eine multiple, sie ist eine, die liberal und verteidigungswürdig ist vor dem Hintergrund. Und wir lassen sie uns von den rechtskonnotierten AfDlern nicht nehmen. Ich will damit deutlich machen, so einfach wird es nicht sein. Man wird sich nicht so einfach eine neue Formel der Heimatlichkeit aneignen können. Wenn man die dritte Wurzel, und das macht es so virulent, der Grünen nicht ernst nimmt. Und diese dritte Wurzel ist eine linke. Die dritte Wurzel hat nämlich immer bedeutet, und das ist das originäre Ursprungsmotiv der Linken aus der grünen Bewegung, dass es universalistisch zu denken ist. Dass die Bewahrung der Schöpfung im Sinne eines jeden Menschen, eines jeden Geschöpfes vielleicht sogar, mit einem wesentlich zum Teil über die Menschlichkeit hinausgehend, bewahrt werden soll. Das heißt, wenn der universalistische Grund schwindet und nicht mehr der Gedanke der Gerechtigkeit und der Gleichheit, der linke Gedanke eingeschrieben wird, dann wird Heimatlichkeit ein ziemlich frei beweglicher, frei flottierender Begriff. Und deswegen glaube ich, gerade an dieser Stelle ist es wichtig, daran zu erinnern, dass im Kern, und daraus wird die Debatte geführt werden müssen, die Grünen ihre linke Wurzel nicht verleugnen können. Sie müssen in den nächsten Wochen, es wird ein, ich sage, habe das von Anfang an gesagt, ein Irrsinnsritt werden für diese Partei. Man kann sich jetzt schon darauf gefasst machen, wie die Hürden größer werden, nicht? Die Sondierungsgespräche sind jetzt beschlossen worden. Der Druck der Regierungsnotwendigkeit des Landes wird anheben. Man ist ja dann auch unter Zwängen. Es wird also eine Debatte darum geführt werden, wie man noch raus kann. Aber es wird in dem Augenblick ganz prekär, wenn man nicht realisiert und sich in dem Punkt mit dem dummen Begriff und dem, der Floskel ehrlich macht oder zumindest, sagen wir es deutlicher, sich ehrlich eingesteht, dass wenn man der linken Komponente der Grünen gerecht werden will, man wahrscheinlich ungemeine Zugeständnisse machen muss. Und das ist eine Konsequenz, der man dann schon mit aller Deutlichkeit in die Augen schauen muss. Natürlich werden die Grünen zu Recht und hoffentlich auch massive, ich hoffe es massive oder jedenfalls erhebliche Errungenschaften auf dem Feld der Umweltpolitik erreichen. Das wäre ein Bereich, um zu sagen, da ist genau auch der von Merkel mal formulierte Anspruch, erstaunlicherweise noch als Zeit ihren Umweltministerin Zeiten, als sie mal sagte, Umwelt, das muss man sich überlegen, das war wahrscheinlich der revolutionärste Satz von Frau Merkel, umweltpolitisch oder gerechtigkeitspolitisch ist es nur gerecht, dass ein jeder Mensch den gleichen CO2-Verbrauch hat. Ein ungeheurer Satz, wenn man sich das klar macht. Also ein Satz, der wirklich genau dem urgrünen Gedanken gerecht wird, es ist ein jeder Mensch mit dem gleichen Anspruch auf gerechten Lebensverbrauch. Das mag eine Komponente sein, wo man gerade vielleicht auch eine Brücke schlagen kann zu Konservativen. Also Konservativen im CDU-Sinne. Denn das ist für mein Verständnis immer die eigentliche Ironie gewesen. Linkes Denken, richtig verstanden im Sinne eines universalistischen Denkens der Bewahrung der Schöpfung, ist ein konservatives Denken. Deswegen ist die Teilung von konservativ und links immer eine Chimäre, wenn man es richtig denkt. Aber es bleibt damit trotzdem auch universalistisch und links. Und das macht es so spannend. Also der alte Gegensatz zwischen wertkonservativ von Eppler und anderen und strukturkonservativ ist in diesen Zeiten in einer Weise weiterhin aktuell, wie man sich vielleicht gar nicht für möglich gehalten hätte. Also auch beispielsweise an dem Beispiel der Automobilindustrie ganz handgreiflich zu fassen. Ja? Also an Strukturen festzuhalten, die natürlich für den Wohlstand in Deutschland sagen, ist mit wertkonservativen Maßstäben nur dann vereinbar, wenn sie ökologisch in eine andere Zukunft führen und eine andere Basis für eine Automobilindustrie herstellen. Das heißt, und damit bin ich noch ein letztes Mal, um die Kurve zu kriegen, ne? Wir wollen auch diskutieren, Peter, oder? Habe ich noch ein paar Minuten? Ja, ist noch, bin ich noch im Rahmen dessen, was wir diskutieren? Ja, gleich weiter. Aber ich will den Bogen schließen und komme zurück in die 80er Jahre. Habermas hat das Ganze vor einem großen Hintergrund diskutiert. Das war der Hintergrund, der uns heute in seiner damaligen, nennen wir es doch, aufgeregten Debatte fast überzogen erscheint. Nämlich die Frage, was wird durch dieses Land anders im Zuge der Wende, sprich dem Absprung der FDP hin zur CDU und weg von der SPD. Das war der große Erfahrungshintergrund, der große politische Hintergrund. Und wenn wir uns einmal deutlich machen, was in der Tat diese politische Wende für die Gewendeten bedeutet hat, nämlich für die FDP,
dann ist das genau das, was für mein Verständnis, und so ehrlich werden die Grünen darum ringen müssen, genau das, was den Grünen bevorsteht. Die FDP hat damals genau die große Auseinandersetzung geführt, können wir den Sprung in ein neues Lager tätigen? Das hat sie gemacht, übrigens mit wesentlich weniger großer Entfernung von SPD und CDU damals, als sie heute existiert, von einem linken Lager zu einer CDU-CSU-FDP. Aber sie hat natürlich dabei harte Spaltungsprozesse erlebt, genau an der Frage, was ist die Identität unserer Partei? Wie weit wird eine sozialliberale FDP verträglicherweise mit einer Union zusammengehen können? Und ich meine, es fehlt wenig Fantasie, beziehungsweise man braucht nicht viel Fantasie, um sich bewusst zu machen, dass in den nächsten Monaten und Wochen genau diese Frage den Grünen ins Haus steht. Die Frage wird durchaus sein, wie sortiert sich, und nicht nur das grüne Lager, sondern wie sortiert sich das ganze parteipolitische Feld ein Stück weit neu. Es wird sich, und ich halte das übrigens für keinen Skandal, aber man muss die Ernsthaftigkeit dieser Debatte schon ins Auge fassen, es wird sich ein Stück weit auch die Frage der Positionierung vielleicht in der Partei der Grünen, aber auch im ganzen Lager hinaus neu sortieren. Es wird eine Debatte um die Frage geben müssen, was ist linke Politik? Ist die in der neuen Konstellation überhaupt zu machen? Werden Teile der Partei dann eben ihr Heil woanders suchen müssen? Das ist eine ganz klare Frage und ich glaube, wir werden sehr bald erleben, wie diese Begriffe dann wieder virulent werden. Und damit will ich überhaupt nicht sagen, dass nicht eines Tages gute Gründe dafür sprechen könnten, dieser grünen Partei, die eine völlig andere ist, wie wir alle wissen, als die der 80er Jahre. Es mag gute Gründe geben, für diese grüne Partei in diese Koalition zu gehen. Es mag aber genauso gute Gründe geben, von Teilen der Grünen zu sagen, dann bleibt es nicht mehr unsere Partei, weil wir ein Stück weit eine andere, linkere Position zu beziehen müssen. Und da werden wir, das ist meine Prognose, und auf der Basis wollen wir jetzt zwar nicht die Zukunft diskutieren, wir gehen ja wieder gleich in die Vergangenheit, aber ich will doch wenigstens eine kleine Prognose wagen. Wir werden sehr bald die Schärfe der Begriffe von links und rechts, sowohl im Deutschen Bundestag, wo wir jetzt ja schon eine amüsante Debatte um die Frage der Sitzordnung erleben, auch das könnte man gleich noch einmal streifen, das macht schon sehr deutlich, wie die alte französisch-revolutionäre Sitzordnung, links die Revolution, rechts das Konservativ-Rechte, wie sich das wieder in einer Weise reaktiviert. Wir werden es da erleben und wir werden es auch in der Grünen Partei erleben. Und insofern stehen uns sehr spannende Zeiten bevor, die die Links-Rechts-Mitte-Semantik wieder aufmachen werden. Ich danke Ihnen. Ja, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. Wir haben ein bisschen was zu diskutieren. Ich würde jetzt mal so ein bisschen den Warm-up hier vorne machen und dann kommen wir auch schnell in ein gemeinsames Gespräch. Albrecht, was tatsächlich, jenseits dessen, dass wir natürlich wussten, dass Bundestagswahlen die Idee so ein bisschen war, ist, dass man sozusagen versucht nochmal die Tauglichkeit dieser Orientierungsbegriffe zu klären. Also was heißt es eigentlich? Also um es mal vorwegzunehmen, dass man den Begriff links dringend braucht, teilen wir, das wissen wir schon lange als Albrecht und ich, aber was heißt es denn? Und das ist natürlich nur dann spannend, wenn man nicht eine Definition hat, die einfach lautet, links ist alles, was ich oder du mir wünsche. Oder alles Gute in der Welt ist links und deswegen brauchen wir unbedingt den Begriff links. Sondern das macht natürlich nur Sinn, wenn man so einen Begriff etwas klärt, so wie man wahrscheinlich auch den Begriff des Liberalismus oder Konservatismus, dazu hast du ja einiges gesagt, sich dem eben auch annähert. Und wenn Sie einverstanden wären, würde ich das vielleicht jetzt nochmal im Nachgang zu diesem sehr engagierten Vortrag, und ich glaube, wir sind alle inspiriert, das nochmal ein bisschen durchgehen. Also der erste Gedanke, ich fange jetzt wirklich nochmal sehr grundsätzlich an, ist, du sagst, die Linke ist die universalistische Kraft. Eigentlich war das deine Definition, das sind die Universalisten. Zwei Rückfragen, gibt es nicht ganz andere universalistische Traditionen, die etwa eine wertkonservativ-christliche oder auch eine liberale, die genauso universalistisch ist? Warte mal, und noch kurz, weil das ist echt spannend, ich habe da keine Antwort drauf. Und wäre das Linke nicht dann am Ende eben doch
eher so ein Gedanke von Gerechtigkeit, Gleichheit. So, weil es gibt ja ganz andere Universalismen. Es gibt ja viele Aussagen, was allen Menschen zu. Du hast Menschenwürde genannt, das ist, kann man so nennen, aber es gibt ja ganz andere Ansätze des Universalismus. Und dann gleich noch eine zweite Nachfrage. Französische Revolution klingt natürlich gut als Bezugspunkt von allem. Jetzt hatten wir ja in diesem Spannungsfeld, sagen wir mal, von Freiheit und Gleichheit schon ein Jahr danach gesehen, 1789, 1790, wie das schnurstracks in bedingungslosen Terror umkippen kann. Und diese Geschichte erzählt sich ja weiter. Und es geht mir jetzt nicht, wie ich das bewerte, sondern erstmal, wie dieser Begriff sozusagen auch eingeführt ist. Wir haben ja eine Erfahrung von linker und radikal linker Gouvernementalität und Regierungspraxis gemacht, wo es sowieso klar ist, dass das natürlich überhaupt nicht dem entspricht, was wir uns unter Demokratie, Emanzipation und Freiheitsrechten vorstellen. Das ist ja keine Fußnote, die Geschichte des Stalinismus, die Geschichte auch des deutschen Stalinismus in der DDR. Also wie gehen wir denn damit um? Darf ich was dazu sagen? Genau. Lass mich gleich was sagen. Deswegen, weil es ja reizt. Ich mache mal eine Pointe draus. Du kannst ob der Korrumpierbarkeit oder Korrumpiertheit der Begriffe links den Begriff natürlich streichen. Wenn du der Meinung bist, wir brauchen diesen Begriff nicht mehr, dann nimm ihn aus dem Repertoire. So, ja, das scheint, ja, deswegen sage ich doch, aber das ist doch der entscheidende Punkt. Es kreist ja immer bei dir die Frage, und das ist ein bisschen, deswegen nahm ich es spöttisch auf, die Nassei-These, weil eine Idee korrumpiert wird, ist sie nicht mehr verwendbar. So, das ist der Kern deines Angriffs und das ist der Punkt. Wir müssen, lass mich doch mal zu Ende. Ich will es doch gerade sagen. Das ist doch mein, ich habe doch sogar ein Angebot gemacht. Ganz einfach, ja, ich sage es jetzt ganz konkret. Noch konkreter zu machen, muss man die Antwort aushalten. Erstmal seid ihr als Grüne ja in einer ganz anderen Position. Die Linke ist die Linke. Ja, die Grünen müssen sich in einer neuen Position, ja, du bist jetzt Böll-Stiftung, aber jetzt bist du ja, wir sind ja in einem grünen Raum. So, die Grünen müssen sich anders definieren, tun es ja auch zum Teil, die haben es ja eleganter, sie müssen sich nicht über die Begriffe links und rechts definieren. In dieser Begrifflichkeit von links und rechts gab es immer, das hast du völlig zu Recht, von Anfang an den Widerspruch und das Korrumpiertsein durch Realität und Anspruch. Dass aber der Verfassungs, wir könnten sogar aufs Grundgesetz, dass der Verfassungsanspruch durch die Verfassungswirklichkeit korrumpiert wird, führt uns auch nicht dazu, die Begriffe oder die Ansprüche der Verfassung aufzugeben. Jetzt ist die Grundfrage, ich sage es noch zugespitzter, mein ganzes Buch kreist um die Frage, warum ich die Linkspartei ein Stück weit auch deshalb für ein Ärgernis halte, weil sie für sich den Begriff die Linke reklamiert, aber natürlich in meinen Ansprüchen in vielen Punkten nicht sich als eine linke Partei geriert. So. Die Tatsache, sich aus jeder politischen, also militärischen Intervention rauszuhalten, ist für mich noch lange keine linke Politik. Jetzt ist doch aber trotzdem nicht die Konsequenz die, dann das würde für mich ein Problem der politischen Orientierung mit sich bringen, dass ich deshalb den Begriff links, wie übrigens auch den Begriff rechts, denn das müsste ich spiegelbildlich dann übrigens auch, das ist ja das Interessante, wir müssen den Begriff rechts dann irgendwo auch aufgeben, es sind Begriffe, die zusammengehören, dass ich ihn deswegen aufgebe. Ich halte sie nach wie vor für wichtige politische Begriffe, weil ansonsten müssten wir sie adäquat ersetzen, natürlich, und deswegen bringst du die christliche Wurfel, Eva klatschte beim Christlichen, das sind natürlich alles zum Teil Begriffe, ja, du hast es doch vorhin gerade gesagt, du hast den Begriff Gerechtigkeit genannt. Man könnte den Begriff der Gerechtigkeit, der ja in Gleichheit drinsteckt, Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Brüderlichkeit sind drei Begriffe, die natürlich auch ihren Ausschluss in Gerechtigkeit gefunden haben. Gleichheit ist doch im engsten Sinne, finden wir auch im Grundgesetz, natürlich mit Gerechtigkeit konnotiert. Deswegen sage ich nur, wir können uns auch nur diese Begriffe zu eigen machen. Ich glaube bloß, es wäre ein Verlust, wenn wir die Ordnungsbegriffe der klassischen Moderne, und das ist ja auch dann, weil du hast mich ja darauf regelrecht gestoßen, das wäre der Kurzschluss vielleicht, weil Habermas kreist nicht zentral um diese Begriffe, das ist nicht das Hauptanliegen dieses Buches, aber das wäre dann doch, finde ich, ein Kurzschluss, wenn wir sagen würden, weil sie immer wieder, gerade der Begriff des Linken, korrumpiert wurden, weil sie widerlegt wurden, geben wir den Begriff dran. Das hielte ich für geschichtspolitisch und geschichtlich für ein Problem. Ja, deswegen sind wir ja einer Meinung. Deswegen sage ich nur, deswegen will ich es erklären. Ich glaube, man kommt da nicht weiter. Nee, aber Albrecht, ich bin ganz bei dir, was die Schlussfolgerung anbetrifft. Trotzdem war ja meine Frage,
welche Konsequenzen ziehen wir denn für den Umgang mit diesem Begriff? Wir kommen gleich noch auf die anderen Begriffe. Wir bleiben jetzt mal ganz kurz in Anbetracht dessen, dass das ja jetzt nicht nur eine Fußnote der Geschichte ist, dass diese Begriffe irgendwie korrumpiert werden, sondern dass es da ja ganz offensichtlich ganz andere Gebrauchsformen gibt. Eine Schlussfolgerung, jetzt sage ich mal, wie ich das sehe, also als Frage an dich, eine Schlussfolgerung wäre ja, dass man genau wie Willy Brandt macht, es hat überhaupt keinen Sinn, diesen Begriff freizustellen, sondern man muss ihn eben, ob man das jetzt als liberale Linke bezeichnet oder als links und frei, er ist sowieso nur genießbar in Kombination mit Freiheit. Das wäre die Gegenthese. Ja klar, man kann das so sehen, man kann das ja machen. Man kann dann sagen, das ist eine freiheitliche Linke. Das kann man, es ist ein ganz großer Unterschied. Jetzt kommt der entscheidende Punkt, Peter. Es ist ein Unterschied, ob ich von einem Ordnungsbegriff links spreche oder von dem Akteursbegriff Die Linke. Das sollte man sich zum Beispiel sehr bewusst machen. Das ist der erste große Unterschied. Das ist übrigens ein großes Ärgernis, das sage ich hier nochmal, dass ich diese Partei, die ich in Teilen schätze, in vielen Teilen nun gar nicht schätze, übrigens gerade weil sie diesen Hintergrund hat, dass diese Partei sich in Deutschland den Begriff Die Linke zu eigen gemacht hat. Das ist ein Skandalon und es ist interessanterweise auch ein Versagen zum Teil der SPD, die beispielsweise einen lange durchaus tauglichen Begriff wie demokratischer Sozialismus einfach über Bord geworfen. Die Linkspartei hat in Besetzung vieler, in Übernahme vieler Begriffe, die vielleicht verwendbar hätten sein können, hat sie ein leichtes Spiel gehabt. Könnte bei Willy Brandt noch vieles sagen. Mittlerweile treten, das mich sehr, sehr ärgert, Vertreter der Linkspartei mehr als die Greifhüter von Willy Brandt, aber als die SPD. Völlig übrigens gegen dessen Intention. Das ist ein Punkt. Deswegen müssen wir, um das erstmal festzuhalten, die Ordnungsbegriffe unterscheiden von den Akteursbegriffen. Und nur als Beispiel, weil du mich das fragst, wir machen natürlich... Frage war gerade nach Freiheit und Gleichheit. Ja, Freiheit Gleichheit. Ist doch klar. So, jetzt nimm dir Willy Brandt, Willy Brandt. So, jetzt ganz einfach. Natürlich gibt es immer ein Widerspruchsverhältnis zwischen Freiheit und Gleichheit. So, Willy Brandt hat ja nicht ohne Grund gesagt, aus seiner historischen Erfahrung, aus dem Erleben eines totalitären Jahrhunderts, der Freiheitsbegriff ist der originäre. So, da hast du recht. Bei Bobbio müssen wir gucken, und trotzdem würde man sagen... Hätte sich auch nie in einem Lager mit Kommunisten gesehen, Willy Brandt. Niemals. Das weiß ich doch alles. Deswegen, interessanterweise hat er seinen eigenen Irrweg gehabt, um es deutlich zu machen. Er hatte seinen kurzen Irrweg und da hat er begriffen, dass das nicht der richtige war. Deswegen ist er zur SPD zurückgekommen. Nur trotzdem will ich damit sagen, natürlich war klar, ich habe es vielleicht auch zu einfach gemacht. Bobbio meint natürlich, weil ich die Referenz gebracht habe, Bobbio meint damit natürlich, wenn er die Freiheit als den rechten Wert begreift, das war zu knapp, da hast du völlig recht, und gut, dass du nachfragst, Bobbio meint die Verabsolutierung des Einzelnen und seiner Freiheit. Das ist der neoliberale Freiheitsbegriff, der nun gerade nicht links ist. Der linke Freiheitsbegriff muss einer sein, der Freiheit immer in den Grenzen der Freiheiten des anderen denkt. Deswegen ist die linke Freiheit ja nicht zu denken jenseits der Gleichheits- und der Ansprüche der anderen. Das meine ich, das ist, deswegen würde ich sagen, würde ich trotzdem eben letztlich die Kategorie links deswegen nicht aufgeben. Und deswegen müssen wir nur, deswegen hielt ich jetzt so schön, da mache ich jetzt mal Werbung in eigener Sache, die Blätter hoch, das neueste Heft, das rote Jahrhundert von Lenin bis... Ich sag nur, das ist die Auseinandersetzung mit den Verhängnissen der linken Geschichte des letzten Jahrhunderts. Übrigens ein Habermas-Heft, Habermas ist einer unserer Herausgeber, das sei nur gesagt. Ich habe drüben mal auch noch ein paar Hefte für die Anwesenden ausgelegt, nicht ganz so viele, aber das sei nur gesagt, natürlich, ich sag nur als Beispiel, der Punkt ist der, jetzt noch mal hier auf die Debatte hier. Die Linke, und da ist ja die SPD auch in einer anderen Situation, die sich zum Teil ja vielleicht, übrigens von meinem Verständnis, zum Teil auch kaum mehr traut, den Begriff links offensiv zu verteidigen, macht sie zum Teil gar nicht mehr. Die Linke hat natürlich mit dieser Hypothek des letzten Jahrhunderts ihr Leben lang weiter zu kämpfen. Das ist ganz klar. Und deswegen halte ich es übrigens für ein Verhängnis, dass dieser Begriff Die Linke so eindeutig von einer Linkspartei besetzt ist, die ja weiß, dass sie die Geschichte weitergeschrieben hat. Das ist ein historisches Problem. Aber es wäre für mich nicht die Konsequenz zu sagen, wir geben die beiden Begriffe auf. Für mich auch nicht, aber wir halten fest, das Linke muss immer mit der Freiheit einhergehen. So, dann fällt ja schon mal ein relevanter Teil der Linken aus. Jetzt frage ich mal weiter. So eine ganz andere Achse, und das interessiert mich wirklich auch brennend, ist nochmal diese Achse, ich nenne es jetzt mal Fortschritt, progressive Kräfte und konservativ. Da hast du ja, also du hast es jetzt eher auf konservativ und die Linke bezogen, aber das kann man ja auch mal fragen, sozusagen Veränderungsdynamik und Bewahrung, Verteidigung. Wenn auch da wirklich aus reinem Interesse mal nachgefragt, was hat sich da eigentlich, sagen wir, in der Geschichte der Bundesrepublik getan? Denn
eine auch für mich immer wieder verwirrende Frage ist ja, je mehr emanzipatorischen Fortschritt du an bestimmten Punkten gemacht hast, ist ja übrigens nicht nur so, dass die Linke in die Mitte gewandert ist, die Rechte ist ja auch in die Mitte gewandert. Ja? Also anderes Thema beschreibst du in deinem Buch. Nee, aber wenn wir in einer historischen Situation sind, also sagen wir mal anders als 1789, auch anders als sagen wir 1918 oder 1945, wo du in gewisser Weise auch was zu verteidigen hast, also jetzt mal in unserer Sprache, wo die liberale Linke auch massive Erfolge natürlich in dieser Gesellschaft errungen hat, ist es dann nicht eigentlich so, dass man dass man auch den Konservatismus sich eigentlich nochmal aneignen müsste im Sinne von, wir müssen verteidigen und bewahren, was wir haben? Ja, natürlich, das ist ja quasi mit meine Kernthese. Und das Ironische ist, gehen wir nochmal ins Jahr 83. Das ist ja deswegen, da danke ich euch ja auch, dass ich mir das nochmal so zu eigen machen durfte. So. Oder 85. Die Lesart, und das macht es doch so spannend, selbst von Habermas, der interessanterweise, wie du weißt, ja nicht primär ein originär Grüner wäre, im Gegenteil, Habermas ist bis heute ein ziemlich überzeugter Sozialdemokrat. Von allen seinen Positionierungen, von seinen Bezugnahmen, übrigens interessanterweise das letzte Wort an Gabriel noch, also dessen Rede er letzte Parteitag mit über alle Maßen lobte und sagte nochmal, sie stehen in der Tradition von Ebert und Brandt und da, sie sind die einzige Partei, die ihren Namen nie verändern muss. Also mit große Honneurs nochmal an diese Sozialdemokratie. Nur, jetzt wird's so spannend, in der 85er-Analyse ist er interessanterweise eben wie die Grünen und viele Linke ganz anders positioniert. Da wandert, sag ich so meine These, und deswegen hast du mit dem Fortschrittsfragen natürlich eine völlig richtige Stelle, Mann. Es wandert das Linke vom Fortschrittsgedanken als einem produktivistischen, kapitalistischen natürlich, der auch im Helmut Schmidtschen Sinne ja keiner war, der wertkonservativ, sondern ganz im Gegenteil strukturkonservativer Art war. Ressourcenverbrennend, ressourcenverfressend und letztlich einer war, der die Umwelt und die Zukunft der künftigen Generation zerstört hatte. Damit wendet, für mein Verständnis, darüber kann man sich streiten, aber damit wendet sich das linke Denken hin zu den Grünen. Und das ist ja auch tatsächlich genau in den sozialen Bewegungen passiert. Und letztlich muss man es auch da formulieren. Es gibt in der Tat einen großen Widerspruch zwischen dem Linken im Anspruch der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit als universalistische und ja nie nur national gedachte Vorstellung und einer tatsächlichen, nennen wir es mal, linken nehmen wir es nicht, das war ein falscher Begriff, der mir da auf dem Zunge lag, aber einem linken Irrweg in den Produktivismus, in den dann Fortschrittsgedanken rein wirtschaftsorientierte Art, der letztlich einem schnöden strukturkonservativen Denken dann in den 80er Jahren einbringt. Da brechen interessanterweise die Grünen die sozialen Bewegungen auf als die eigentlichen Träger des linken universalistischen Gedankens. Und das macht es so spannend. Und deswegen ist die Auseinandersetzung in den 80er Jahren ja genauso und vielleicht noch stärker mit Helmut Schmidts SPD angelegt gewesen, wie mit der CDU. Aber es blieb im Kern, und das ist mir so wichtig, es blieb eine linke Auseinandersetzung. Mhm. Und die interessanterweise ja in der SPD selber ausgetragen wurde, mit Erhard Eppler als dem Leuchtturm, der genau, wie ihr alle wisst, der absolute Antipode zu Schmidt war, aber letztlich derjenige war, der die Grünen vielleicht noch hätte zum Teil gewinnen können für die Partei. Absolut. Jetzt haben die Grünen ihn gewonnen, eher. Ja, sicherlich, so. Natürlich. Aber vielleicht, jetzt hatten wir Freiheit, Gleichheit, wir hatten Veränderung und Bewahrung. Vielleicht noch ein letzter Punkt, den ich auch irritierend finde. Vielleicht kann man ja diese gesellschaftliche Verunsicherung, gerade auch im sozialen Bereich, mal nicht nur als xenophobe kulturrestaurativen Impuls begreifen, sondern zumindest für Teile der Gesellschaft irgendwie auch als so einen Ruf nach einer geordneten Gesellschaft, nach einer gesellschaftlichen Ordnung begreifen. So, jetzt und auch da frage ich mich allerdings nochmal entlang dieser Figur links, was ist da eigentlich die Implikation im politischen Sprachgebrauch? Denn was wir einerseits erleben, und dafür steht Habermas, man kann den Namen nicht oft genug erwähnen, weil in der Tat ist Jürgen Habermas für vieles sehr inspirierend und wichtig, da steht der natürlich ganz klar für eine transnationale europäische und darüber hinaus Position, aber auch da scheint es ja nicht sozusagen zum Definitionsmerkmal von links irgendwie zu zählen oder zum linken Common Sense, dass man diese Ordnungs-
Gestaltungshoheit nun nicht gerade durch eine Renationalisierung wieder zurückerobern will. Auch da scheint doch dieser, also in dieser Matrix sozusagen transnationale Ordnung, nationale Ordnung, ist doch die Linke auch sehr schillernd, oder sehe ich das falsch? Ja, und ich würde jetzt wird es wirklich richtig natürlich virulent und spannend. Da hast du vollkommen recht, gut, dass du es ansprichst. Ich glaube in der Tat, dass der linke Stachel von seinem Anspruch ist, so radikal ist, mal ganz deutlich gesagt, dass er kaum zur realpolitischen Durchsetzung gebracht werden kann, ohne dass wir rechts werden. Also konkretes Beispiel, wenn die Linke ihrem Anspruch nach, offene Grenzen zu praktizieren, gerecht würde, und es ist ja nun mal dem Universalismus geschuldet nicht der ganz falsche Anspruch, dann würden wir aber hier, ich sage es mal zugespitzt, im Zweifel Mord und Totschlag erleben. Das ist die realpolitische Schwierigkeit, einem Anspruch, der immens ist. Oder er müsste dahin gehen, dass wir tatsächlich versuchen würden, enorme Veränderungen, das wäre übrigens meine Position, in den dortigen Heimatländern irgendwie in die Wege zu leiten. Aber wir wissen alle, mit welchen ungeheuren Implikationen das einhergeht. Trotzdem bin ich übrigens ein absoluter Befürworter, und deswegen habe ich meinen Strauß mit der Linkspartei, ein Befürworter der Tatsache, dass Intervention notwendig ist. Das ist übrigens absolut die Position von Willy Brandt gewesen, sei nochmal gesagt, aber das nur am Rande. Aber im Kern will ich was anderes sagen. Du sprichst zu Recht die Frage an, was ist denn das, was man wirklich als rechts im Kern kennzeichnen muss? Und da meine ich in der Tat nicht die Menschen, denen ich jedes Recht zubillige, das sagen, wir wollen einen Rechtsstaat, der funktioniert. Das muss man interessanterweise sogar vielen FDP, die übrigens sich zum Teil nicht jetzt momentan wesentlich anders als Teile der AfD gerät, aber auch AfD-Wählern konzidieren, dass sie sagen, es kann nicht sein, dass Gesetze in hohem Maße außer Kraft gesetzt werden, was zum Teil in der Eurokrise bereits der Fall war, später auch in der Fluchtkrise. Das ist ein legitimer Anspruch, den ich überhaupt nicht in Abrede stellen will. Er hat aber ein Problem, und das oder anders ausgedrückt, er wird dann rechts, wenn es explizit im Ton von Höcke oder mittlerweile längst auch von Gauland eine ganz klare Unterscheidung der Wertigkeit unterschiedlicher Menschen ist. Und das ist eindeutig angelegt, das ist in einem Teil, und ich sehe momentan natürlich eine klare Radikalisierungstendenz, wie wahrscheinlich die meisten hier, in dieser AfD angelegt, wo ein ganz klarer Unterschied völkisch-ethnischer Art gemacht wird, die Unterschiedlichkeit unterschiedlicher Menschen und Ethnien angelegt wird. Das ist dann tatsächlich rechten Denkens im Kern, aber es enthebt uns in der Tat, und da wird es richtig kompliziert, es enthebt uns alle nicht der ungeheuren schwierigen Kompromisse, die auch, jetzt kommen wir wieder auf die auch Linke machen müssen, weil sie natürlich dem Umstand Rechnung tragen müssen, dass der hehrste Anspruch noch, wenn wir eben beispielsweise dem Anspruch einer Linkspartei utopischer Art Gerechtigkeit widerfahren lassen, und alle Menschen haben das Recht, an jedem Platz auf dieser Erde leben zu können, dann wird es möglicherweise in Hauen und Stechen überführt werden. Deswegen sehe ich auch die Notwendigkeit, dem mit realpolitischen Praktiken zu machen. Okay, einverstanden. Aber nochmal kurz zu das Pendant. Ich meine, dass jetzt rechte Positionen per se völkisch sind, würde man ja nicht sagen, sondern da würde man sagen, das ist rechtsradikal. Was aber die Rechte auszeichnet, das kann man doch, glaube ich, schon sagen, ist eine starke Regulierungsfantasie in den Nationalstaat. Also so ein Neonationalismus auch in Bezug auf Globalisierung. Und das war eher meine Frage. Aber nur als Beispiel. Das ist doch, finde ich, das teile ich gar nicht. Jetzt nur als Beispiel. Das Erste, das kann man sich drüber reden. Unterhalten über die Frage, ist Ordnung rechts? Eine viel grundsätzlichere Frage. Ist doch ganz klar, um es auf den Punkt zu bringen, der Nationalstaat war nicht von vornherein rechts. Der Nationalstaat war zunächst auch mal eine linke Errungenschaft, nämlich aus der Fortschritt, aus dem Provinzialismus einer Kleinstaaterei, deswegen müssen wir da sehr aufpassen. Hochinteressant, wir haben auch eine hochengagierte, man könnte für allen diesen Begriffen, ich habe heute nur zu rechts und links gesprochen, man könnte zur Frage des Konservativen eine große Debatte führen. Der Nationalstaat ist nicht per se konservativ, so, das wissen wir alle, weil natürlich letztlich konservativ in Europa ganz andere Reichsvorstellungen und andere Vorstellungen waren. Also selbst die europäische Gedanke war wesentlich älteren Datums als der Nationalstaat, die Gedanke. Damit ist aber auch per se der Nationalstaatsgedanke nicht per se rechts. Die Ordnungsfrage, deswegen sei es nur gesagt, ist viel virulenter. Da hast du vollkommen recht. Man kann sich fragen, und das ist sehr spannend, ich sag mal ein Beispiel, das letzte CSU-Programm, das ist hoch bemerkenswert, das CSU-Parteiprogramm, weißt du den Titel dieses Programms? Das heißt Die Ordnung. Die Ordnung. Und da wird es schon sehr spannend. Wenn ein Programm nur noch Die Ordnung heißt, ohne das, was du vorhin zu Recht als Beiworte stark gemacht hast, nämlich zum Beispiel rechtsstaatliche Ordnung, oder nennen wir es bei Patriotismus Verfassungspatriotismus, dann wird der Begriff der Ordnung absolut gesetzt, und dann ist natürlich das in der Tat eine Vorstellung, die auch meiner Vorstellung nach ziemlich nah bei rechtem Denken ist, weil sie absoluter Autoritarismus ist, ohne Legitimative. Da hast du sicher recht.
Dann schüttelt lieber seinen Kopf, dann werden wir gleich spannende Debatten haben. Ich sage nur, ich glaube, das ist schon spannend. Ordnung ist, ja, wenn wir recht, ich bin ja der Meinung, dass Ordnung eine große, also rechtsstaatliche Ordnung ist ein ungemein wichtiges Gut. Ja, aber Sie müssen doch trotzdem sehen, ja, trotzdem, ich habe das ja interessanterweise sogar mit dem Schöpfer dieses Papiers, Herrn Blume, dann engagiert diskutieren dürfen, das ist nämlich der Verfasser. Und da habe ich trotzdem, um es deutlich zu sagen, eine gewisse Irritation verspürt, weil die Begriffe wie Ordnung beispielsweise aus der 20er-Jahre-Tradition, ganz klar zu benennen, ja, eine Tradition haben, die ziemlich rechtskonnotiert ist. Die Ordnungsvorstellung in der Unordnung gegen das, ja, gegen Bewegung Ordnung zu setzen, ist in den faschistischen Traditionen ziemlich klar. Da muss dann der starke Staat, da ist es Autoritarismus. Und da ist es sehr nah bei dem, was letztlich jeglicher Unordnung als bloße Ordnung entgegengesetzt wird, ungeachtet der Frage, ob es mit Recht hat. Ich weiß, das war ich gebe zu, ich war da sehr scharf, weil ich sagte, irritiert mich schon, wenn diese Ordnung nicht mehr grundiert ist. Aber ich hätte wesentlich mehr linkes Verständnis für eine rechtsstaatliche Ordnung. Das war der... Okay, ja, also das alles klar. Ich wollte nochmal dieser Frage nationale, transnationale Ordnung nachgehen. Diese Frage, wo der Nationalstaat genau herrührt, die schieben wir. Und jetzt du darfst noch ganz viel sagen, aber jetzt ist, glaube ich, der Punkt gekommen, wo das Mikrofon in den Saal wandert und wir ein paar Stimmen und Beiträge einsammeln. Bitte schön. Beispiel hier vorne, Eva, und dann sehen wir weiter. Bitte schön. Also ich teile das Anliegen von Lucke, diesen Begriff links und rechts wieder zu schärfen, zumal ja beispielsweise Schulz gleich nach der Wahl ja selber gesagt hat, wir müssen als Sozialdemokrat, wir müssen dieses Mitte-Links- und Mitte-Rechts-Lager schärfen, weil die Kanzlerin und der Wahlkampf das alles sozusagen thematisiert hat. Insofern ist der Bezug meines Erachtens richtig. Ich wollte jetzt aber zwei Bemerkungen machen zu 1789 und zu der Habermaschen Zeitdiagnose. Mich wundert, dass bei 1789, dass ihr den einfachen Widerspruch bei der Geburt der bürgerlichen Gesellschaft gar nicht benannt habt. Natürlich Demokratie auf der einen Seite, aber die soziale Frage, das heißt die Abhängigkeit, das, was dann im Jakobinerkampf mit den Socialuten ja ein Thema war, das haben wir ja bis heute. Wir haben bis heute zwar eine bürgerliche Gesellschaft mit Demokratie, aber wir haben zwei große unterschiedliche Gruppierungen. Wir haben Eigentümer und wir haben abhängig Beschäftigte. So, und wir haben, um den Bogen zu spannen zu heute, mit dem Rechtspopulismus, ist ja zum Teil die Kritik an der Enteignung von Demokratie gemacht worden. Ja, ich erinnere an Petri, die sich nach einer Landtagswahl hinstellen kann und sagen kann, wir haben die Nichtwähler aktiviert, weil die herrschende Elite und der demokratische Konsens sozusagen die Bevölkerung passiviert hat. Also insofern haben wir auch ein Problem, zunächst mal an dem Erbe von 1789 der Demokratie. Postdemokratie, Stichwort Krautsch und so weiter. Das ist der erste Bogen, der hier unterbelichtet geblieben ist, gerade bezogen auf den Rechtspopulismus. Der zweite ist die Zeitdiagnose von Habermas. Die ist in der einen Seite richtig, aber was natürlich das Problem von heute ist, der Hintergrund, du hattest zu Recht auf Gorsinsor hingewiesen, Abschied von der Arbeitsgesellschaft. Aber was haben wir denn in den letzten 15 Jahren erlebt? Eine große Wiederkehr der Arbeitsgesellschaft. Wir haben eine Diskussion über Arbeit, wir haben eine Diskussion über Reindustrialisierung, wir haben eine Diskussion über höchste Erwerbstätigkeit bei irrsinnigen Prekarisierungen und Mehrfachjobs, und wir haben das Problem, dass die soziale Frage von rechts besetzt wird und dass alle Untersuchungen zeigen, dass die aufgestaute Wut eine Wut ist der Enteignung und der Entwürdigung in der Arbeit, bei Arbeitsstress und so weiter. Insofern muss sich Habermas dann natürlich sehr stark an den eigenen Kopf fassen, dass er da viel zu idealistisch sozusagen diese Kulturzeit, gerade auch die Gründung der Grünen, ist ja sozusagen vor dem Hintergrund zu entstehen. Und heute sind die Grünen natürlich auf den wahren Kern zurückgekommen, nämlich eine Bildungspartei, eine hochverdienende Partei. Und das wird das Spannende, ob sie die soziale Frage thematisieren kann oder ob sie so wie in Schleswig-Holstein schon bei der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen den Schwanz einzieht. Das ist doch das Problem. Okay, wir gehen hier nach vorne. Eva, genau, und eins dahinter. Ja, guten Tag. Ich möchte da widersprechen, weil Sie der AfD vorgeworfen haben, dass sie die Ungleichwertigkeit von Menschen propagieren würde. Ich gebe gerne zu, dass es bei
Leuten wie Björn Höcke, dass es da hochproblematische Tendenzen gibt. Aber grundsätzlich ist die Frage, die AfD, der sogenannte Rechtspopulismus, stellt die Frage der Gleichwertigkeit von Kulturen, die immer rumläuft, in Frage. Und zwar, es geht einfach um die Frage, ob wir hier in diesem Lande bereit sind, den Islam hier alles überrennen zu lassen oder nicht. Also es geht um die Verteidigung der europäischen Kulturidentität. Und die muss einfach gestellt werden dürfen, ohne dass Sie unterstellen, dass deswegen AfD und Rechtspopulisten Verfassungsfeinde seien, weil Sie haben sogar sehr recht, diesen extrem universalistischen Anspruch vom Artikel 1 Grundgesetz zitiert, die Würde ist unantastbar und es geht sozusagen auch über die Landesgrenzen hinaus. Aber okay. Soll ich jetzt schon zum Ende kommen? Ja, weil, so langsam. So langsam. Also das möchte ich einfach bestreiten und dann, was Sie da dazu sagen würden. Eva. Hier vorne. Ja, einmal danke, dass du an die drei Wurzeln der Grünen erinnert hast, für die ich mich in ihrer Kombination und nicht in ihrem Nebeneinander existieren als Parallelgesellschaften in den Grünen sehr eingesetzt habe. Und ich würde sagen, als eine, die die 70er und 80er Jahre sehr aktiv miterlebt hat, dass es spannend wäre, aber geht heute Abend nicht, aber es wäre ein ganzen Abend bei der Böll-Stiftung wäre die Frage, was ist aus dem wertkonservativen Ansatz bei den Grünen geworden und was ist insgesamt in bis 89 einerseits durch die Liberalisierungsentwicklung und Parteiverschiebung bis 89, dann aber auch nach 89, wo eben natürlich schon eine ganz andere Gesellschaftserfahrung aus der DDR dazu kam, wo es den Begriff wertkonservativ offiziell gar nicht geben durfte. Was ist eigentlich in der Zeit, hat sich verändert am Wertkonservativen? Und ich würde sagen, ich analysiere das so, dass die CDU mit Frau Merkel Sozialdemokratisierung und Liberalisierung der CDU ein Vakuum hinterlassen hat, nicht nur im rechtsextremen Feld, nicht nur im rechtsradikalen oder rechten Feld, sondern dass doch eigentlich gar nicht mehr erkennbar ist, wo eine wertkonservative, geistige oder politische Tradition oder Persönlichkeit in der CDU ist. Und das, finde ich, müssen die Grünen auch als ihr Problem erkennen, solange sie wissen, auch sie haben wertkonservative Elemente. Das ist eine. Ich finde es merkwürdig und bin da auch kein Habermas-Fan, nie so 100% gewesen. Ich glaube, die Grünen haben sich immer weniger auf 1789 bezogen, sondern ein wesentliches Element der Grünen-Tradition ist 1848. Das finde ich auch sehr spannend, weil 1848 schon viel mehr politische Frauen mitgemacht haben, weil es eine europäische, ganz andere europäische Demokratiebewegung war und weil wir auch gerade an 1848 positiv ansetzen können, wenn es jetzt um Europavisionen geht und auch um eine Verbindung des Sozialen und Bürgerrechtlichen. Ich würde von euch beiden gern wissen, weil ich auch den Begriff des Linken nicht der Linkspartei überlassen will und nicht den Linkssektierern und G20 schwarzen Block oder so, die das ja auch für sich beanspruchen. Müsste nicht sowohl an der Euro-Frage und der Finanzpolitik global wie an der Frage Flüchtlingschaos nehmen wir 65 Millionen auf und auch an der Frage politischer Islam, die Grünen sich konzentrieren, was in dem Zusammenhang links heißt, weil ich habe mich die letzten zwei Jahre gefragt, wieso es eigentlich links ist, für offene Grenzen zu sein und alle aufzunehmen, die ohne Pass kommen wollen. Das war für mich eigentlich nie links. Okay, ich nehme noch eine Stimme da hinten, genau, Bernd. Ja, bitteschön. Danke, Stefan. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber das linke Gerede über das, was nun links ist, ist nicht mehr so fruchtbar. Ich würde viel lieber eigentlich über Verantwortung sprechen und die Verantwortung, die man gegenüber den allgemeinen Problemen und die Verantwortung gegenüber den eigenen Zielen auch immer hatte. Und da kommt es tatsächlich in nächster Zeit auf die Grünen einiges zu, was mit Links-Definition überhaupt nicht zu lösen ist. Das Entscheidende ist, dass wir vor gewaltigen ökonomischen Strukturwandel stehen. Aus verschiedenen Gründen. Klimawandel, technologische Disruptionen, Ressourcenarmut, Gerechtigkeitsfragen und so weiter. Das haben die Grünen sicherlich viel besser bearbeitet in letzter Zeit als die Sozialdemokratie. Und ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass die Grünen das zusammen, im Moment ist es noch schwer vorstellbar, aber ich glaube daran,
mit der FDP viel mehr Druck machen können für die nächste Zeit, als wir uns bisher wirklich vorstellen können. Es ist sogar eine große Notwendigkeit. Die Sozialdemokratie ist ja daran gescheitert, dass sie tatsächlich keinen Fortschrittsbegriff hat und dass in letzter Zeit ja viel zu viel von Modernisierung gesprochen wird, aber nicht mehr von Fortschritt. Und der Fortschritt wird genau dahin gehen, dass wir für diesen ökonomischen Strukturwandel unbedingt Antworten brauchen. Und ich glaube auch nicht, dass ein linker Flügel bei den Grünen sich abspalten wird, denn sie werden ganz sicherlich auch diese Verantwortung sehen, die sie da haben. Und es gibt gar keinen Weg dran vorbei, dieses Jamaika-Bündnis zu schmieden. Vielen Dank, Bernd. Albrecht, ich glaube, es wäre Zeit. Sehr gerne. Das ist, ich rolle es gleich von hinten auf. Ich freue mich sehr. Bernd, da muss ich dir leider dann doch bei deiner scharfen Attacke sehr widersprechen. Da muss ich dir leider dann doch, wenn du sagst, das ist alles nicht mehr so fruchtbar. Jetzt mache ich es mal polemisch. Die Verantwortung reklamiert auch der Rechte und ich will den Kollegen hier gar nicht ausnehmen. Für sich mit Fug und Recht. Hat bloß eine andere Vorstellung von dem, was die Verantwortung seiner Position ist. Deswegen ist der Begriff der Verantwortung ein ziemlicher Nullbegriff, das sei an dieser Stelle gesagt. Übrigens genauso wie dieser dolle Begriff der Haltung. Ja, Haltung ist es ja ganz grandios, der Freitag hat eine Haltung und andere haben eine Zeitung, wir müssen alle Haltung haben. Haltung beziehen war übrigens interessanterweise mal ein rechter Begriff, heute haben wir alle eine Haltung. Das zeigt alles eigentlich eher, dass wir, was die klare Konnotation unserer Haltung anbelangt, ziemlich haltungslos sind, weil wir nämlich nicht mehr genau wissen, was diese Haltung konkret meint. Und natürlich werden jetzt Grüne in der Regierung irgendwie Verantwortung übernehmen müssen. Die Frage ist bloß, wofür? Und dafür plädiere ich dann doch ein Stück weit dafür, sich anhand dieser Begriffe, die auch übrigens alle wieder auftauchen. Nur als Beispiel, die Zeitschrift und Zeitung unseres geschätzten Freundes und Kollegen Bernd Ulrich, die über Jahre mit dem Begriff links nichts anfangen konnte. Da war die Linke klassischerweise nur noch die Linkspartei. Nur noch die Linkspartei. Entdeckt plötzlich wieder, da ist ja eine SPD, mit der könnte man mal was anfangen. Es ist interessant, was wir für Pendelausschläge haben. Und interessanterweise werden wir, wenn das Feld jetzt wieder schärfer wird, wir werden uns über die Frage von links und rechts unterhalten müssen. Glaube ich in der Tat. Weil natürlich die Frage ist, für die Grünen, was wollen sie denn einbringen? Um es ganz konkret zu machen, ich nehme die ganzen Begriffe jetzt ziemlich, die waren ja alle wunderbare Steilvorlagen, weitschweifend auf. Wenn Eva zum Beispiel sagt, wir wollen das Wertkonservative aufnehmen. Dann sagt uns jetzt die Kretschmann-Partei, der Kretschmann-Flügel sagt uns, ja, ja, wir sind eine Heimatpartei. Wir machen auch schönen Umweltschutz. Wir sind eine geordnete baden-württembergische Partei, die für ein geordnetes Ländle sorgt. Nebenbei aber auch ganz gut, ich bin jetzt ein bisschen polemisch, aber das glaube ich, muss man dann auch mal sein, die auch ganz ordentlich dem Mercedes eine freie Fahrt bereitet. Das ist aber, ja, aber du bist, ja, ich komme ja gleich auf dich, das ist es für mich auch nicht, in der Tat. Aber auch über deine Begriffe wird man sich streiten müssen. Ob sie dann eben links sind, das wollte ich ja eben sagen. Dann wird man Kretschmann als einen gewissen Wertkonservativen im schwäbischen Sinne begreifen müssen, der aber gerade nicht links ist unbedingt deswegen. Das war der Schlimmer. Weil er letztlich, das ändert doch nichts daran. Aber es ist interessanterweise, jetzt sage ich mal ganz konkret, mittlerweile ist aber die Dominanz und die Hegemonie sehr stark in diese Quatsch. Form. Peter, dann jetzt mal zu, jetzt seien wir doch mal ganz ehrlich. Die Grünen haben ein sonderlich linkes. Du musst dann doch auch schon mal die Lage. Grüne, wenn wir noch in den 80er Jahren wären. Dann würde eine Debatte um die Frage, ob die Grüne Partei in eine Koalition mit der CDU und CSU und der FDP dieser Couleur gehen könnte, mit einem Hohnlächeln, mit einem Hohnlachen begrüßt werden. Das ist doch schon mal ganz klar. Aber so, lieber Albrecht, das war halt bei der SPD schon immer anders. Das haben die halt schon immer gemacht. Das müssen wir gar nicht schlecht finden. Ich will es nur mal als Diagnose, genau, so ehrlich sollten wir doch mal sein. Normalisierung, die ganze Grüne Partei ist massiv von einer, klar, das nenne ich schon so, einer, da müssen wir drüber reden. Aber durchaus linker konnotierteren Politik in eine, ja, in die Mitte-Position allemal geraten. So. Das weiß ich. Und die Frage nicht. Wird, naja, aber ich weiß es, ich nehme es jedenfalls so das wahr. Das war eine systemoppositionelle Perspektive, ja, anders als die SPD, anders die Linke, als die Sozialdemokratie. Ja, wir werden zum Beispiel, ich sage dir, das ist meine Prophezeiung, wir werden das erleben, dass anderes. Absetzungsbewegungen, die übrigens jetzt schon stattfinden. In der Grünen Partei finden doch längst Absetzbewegungen statt. Und die werden massiver werden von einem Teil. Deswegen prophezeie ich die Spaltung. Das ist doch selbstverständlich. Das muss dann vielleicht auch so sein. Du, das mag sein, aber was soll ich dazu sagen? Du musst doch gar nicht sagen. Ich beantworte doch genau. Du bist doch gar nicht gefragt. Ich will doch eine Antwort geben. Ich bin doch heute gefragt. Ich beantworte jetzt auf Fragen aus dem Publikum. Ich rede jetzt mit Bernd, ich rede jetzt mit Eva und ich rede mit dem Herrn, der von zu Recht von seiner rechte Frage aufwirft.
Weil wir uns erstmal nämlich noch eins... Ja, Peter, du kannst ja danach... Du kannst mich doch nicht die ganze Zeit ansprechen und dann sage ich nichts. Ich habe doch dich gar nicht angesprochen. Immer Peter. Nein, entschuldige, ja, okay, das war dann vielleicht mein Fehler. Entschuldige. Dann mache ich dann, das war jetzt vielleicht ein Fehler. Ich meine eigentlich Bernd. Bernd ist es der, so. Ich glaube, diese Frage muss dann schon ernsthaft beantwortet werden. Wie, das wird auch kommen. Wie links ist diese Partei noch? Ist ja auch notwendig. Und vielleicht will sie gar nicht mehr so links sein. Muss sie ja auch nicht. Weil, jetzt ist der Punkt, Verantwortung muss dann eben schon klar definiert werden. Herr Kretschmann definiert es anders als Teile der Grünen es früher definiert. Und das zu dir, Eva. Ich finde schon, dass man so ehrlich sein muss, dass das, was du als wertkonservativ begreifst, dem, was vielleicht dann linker ist, im Sinne eines Universalistischen, nicht unbedingt entsprechen muss. Ich habe, wie gesagt, nicht nur Sympathien für die Linkspartei, aber ich muss schon ernst nehmen, dass der Anspruch, jedem Menschen auf dieser Welt einen Platz zu ermöglichen, auf dem er leben kann, erstmal einer ist, den ich mit universalistischen Gründen nicht so ohne weiteres kontern kann. Ich kann ihn mit, dann vielleicht sogar Verantwortungs, da gebe ich dir recht, Bernd, mit Verantwortungsgründen sehr gut kontern. Ich kann ihn mit pragmatischen Gründen kontern, indem ich sage, jetzt habe ich ja auch versucht zu sagen, wir werden diese Grenzen nicht einfach aufmachen können, weil auch Konflikte kommen, weil es auch die Lösung nicht bedeutet. Aber es ist vom Anspruch her, meine ich, schon erstmal eine Position, die wir ernst nehmen müssen. Das müssen wir, meine ich, weil nun ersichtlich, und das ist schon leider das Drama, ich mach's mal ganz deutlich, ich mach's mal ganz scharf. In wenigen Wochen wird diese grüne Partei, wenn sie denn in diese Koalition geht, mitverantwortlich sein für ein Grenzregime, das die Menschen aus Afrika außerhalb Europas hält. In einem Satz formuliert. Dazu muss diese grüne Partei dann Stellung beziehen. Das ist ganz eklatant. Das ist eine Position, die wir uns alle, ich bin wahrscheinlich noch nicht mal der Meinung, dass es nur falsch wäre, dass, weil es faktisch so ist, weil wir faktisch uns auch nicht, wir werden es nicht schaffen, die Grenzen aufzumachen, weil es den Kontinent ins Chaos stürzt. Aber es ist per se, und damit gebe ich dir recht, dann ist das auch nicht per se eine linke Position, wenn man sie aufmacht. Aber der Anspruch darin zu sagen, diese Menschen haben das Recht, den können wir uns nicht einfach, wir können uns ihnen als Stachel nicht entledigen. Wir müssen dann zumindest die Antwort geben, dann müssen sie sowieso konsequent sein, dass wir eine ungeheure Stärkung der UNO verlangen, dass wir eine massive Veränderung unserer Handels- und all das, was wir wissen, Handels- und all das verlangen. Aber ich will damit sagen, es ist nicht per se, jetzt bringen wir es auf das, die Ordnung hier oder die Aufrechterhaltung dieser Ordnung per se ein Wert, der sich mit Linkem ohne weiteres verbinden lassen würde. Das meine ich damit. Und deswegen auch zu dem Kollegen von rechts. Ich finde, wir müssen uns eines sehr bewusst machen. Auch in der Debatte um rechts und links ist nicht jeder, der eine rechte Position äußert, per se deswegen aus dem Diskurs rauszuschmeißen. Das muss man sich schon sehr bewusst machen. Ich finde auch, es ist ein, sag mal ganz deutlich, wenn jetzt jemand wie er mit einer, nennen wir es eine ethnopluralistische Position, fast schon Benoit natürlich, danke dir. Albrecht sagt es natürlich zu Recht, danke. Mein Namensvetter Albrecht, der alte Stratege. Alain de Benoit, so genau, das ist eine ethnopluralistische Position. Jedes Volk auf seinem Boden, die muss ich erstmal zur Kenntnis nehmen. Das muss ich, da habe ich erstmal, und da würde ich auch sagen, jetzt kommt der entscheidende Punkt, der Benoit ist viel zu klug. Der sagt ja dann subtilerweise, ich habe gar nichts gegen die anderen Völker, sie sollen bloß bleiben, wo sie hingehören. So haben sie es ein Stück weit artikuliert. Das kann man machen, das ist deswegen noch nicht sonderlich hochwertig, weil es immer natürlich auch ein Egoismus ökonomischer Art mit meist impliziert, aber es ist nochmal was anderes, da hat er recht, als das, was zum Teil Herr Höcke sagt, der einfach sagt, mit Gloria von Ton und Taxi, das ist ja ein bisschen saloppert, der Schwarze schnackelt ganz anders als wir. Ja, also will sagen, da ist dann ein ethnisch völkischer, das war ja gewissermaßen der Schnelle wie Höcke, ihr habt die Worte noch vor Augen, das ist der schnell sich verbreitende und schnell kopulierende Schwarze, der sich also wesentlich schneller und dann ausgreifend ausbreitet, verglichen mit dem langsamen Europäer. Wir kommen da alle nicht hinterher. So, das ist dann nochmal eine andere Konnotation, die hat der Kollege vielleicht noch nicht gemeint. Und ich will auch damit sagen, wir müssen uns wahrscheinlich auch damit dran gewöhnen, dass neben einer rechtsvölkischen, haben Sie recht, die Unterscheidung müssen wir schon machen, nicht jeder in der AfD ist ein Völkischer, aber es gibt rechte Positionen, Ordnungspositionen, die deswegen noch nicht im Sinne der Heidmeierschen Kategorie, ja, eine Form der, wie heißt der schöne Heidmeier-Begriff, eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit implizieren müssen, was dann meistens eine rassistische Konnotation wäre. Das ist etwas anderes. Damit will ich auch sagen, wir müssen vielleicht sogar akzeptieren, dass es im normalen demokratischen Diskurs rechte Stimmen gibt, die ihren Platz haben müssen. So, das ist interessant. Und genauso, glaube ich, muss es aber diese Linken geben. Und deswegen die letzte Frage, und das ist vielleicht das Allerspannendste.
Ja, jetzt kommt's. Ich habe mich sehr gestritten mit Frau anderen, also unter anderem auch mit Frau von Storch, weil ich diesen Satz, der Islam gehört nicht zu Deutschland, natürlich ungeheuerlich finde, um es deutlich zu machen. Sie müssen den Menschen schon erklären, und da wird es dann hochspannend, wenn Sie das eben in der Weise als Islam begreifen, dann sprechen Sie hier den Menschen genau das ab, was der Kern unserer Verfassungsordnung ist, ein Recht auf Religionsfreiheit zu haben, weil es hier unendlich mittlerweile wohl 5 Millionen Menschen gibt, die den Islam friedlich ausüben, genauso wie Sie wahrscheinlich Ihr Christentum. Ich würde, wenn ich böse bin, vermute ich, Sie sind aber ein gestandener Atheist, das dürfen Sie auch sein, aber es darf ein Moslem seinen Glauben hier praktizieren. Das heißt nicht, dass ich etwas dafür übrig habe, dass es Islamisten hier gibt, aber den Unterschied sollten Sie machen. Und wenn Sie ihn nicht machen, dann sind Sie jemand, der diese ganze Gruppe, das ist eine große Gruppe von Menschen, ausschließen. Das ist für unsere Demokratie übrigens verhängnisvoll. Weil wir damit, also übrigens zum Punkt, dann sind Sie, und das ist auch interessant, es gibt einen Widerspruch auch der Rechten in sich. Die Rechten sind zum Teil in einem Maße, und das werfe ich auch dem Herrn Höcke vor, nicht an Ordnung interessiert. Diese Rechten sind Betreiber eines der Aussichten auf den Bürgerkrieg, mit Enzensberger zu sprechen. Und das sollten Sie sich überlegen. Sie wollen doch nicht, Sie wollen doch eigentlich gerade den Bürgerkrieg verhindern. Aber wenn Sie gewissermaßen gegen Millionen von Menschen Front machen, die hier friedlich leben, dann tun Sie in Ihrem Sinne keine gute Tat, das sei nur gesagt. Aber jetzt zum Entscheidenden vielleicht, die letzte Frage. Und da gebe ich dem Herrn in der letzten Reihe sofort völlig recht. Du hast 18, das war schön, deine Vorlage, Eva, nochmal, 1848 gesagt. Spannend, dass du das sagst. 1848 ist aber auf 1789 bezogen ziemlich harmlos. Ja, natürlich, weil da hat er natürlich recht. Ich gebe das auch sofort zu. Und Habermas wird man und auch meinem Vortrag den Vorwurf machen, dass wir klassischerweise die ökonomische Blindstelle natürlich ein Stück weit verkörpern. Und das war natürlich auch in der ganzen Genese der Grünen auch ein Stück weit angelegt. Die Grünen waren natürlich eine postmaterialistische, im Kern bürgerliche Erscheinung, christlich grundiert, aber die genau, und da hat er recht, den Klassenkonflikt und die Arbeitsfrage natürlich ein Stück weit neutralisiert haben. Das wird man schon sagen müssen. Und das gebe ich ja völlig zu. Ich bin gewissermaßen zurückgesprungen in eine Vorzeit, habe die 30 Jahre ausgegrenzt und habe die Zukunft mit der digitalisierten Welt als eine Zeit, wo es nur noch um die Frage des Mindestlohnes geht, ins Auge gefasst. Aber natürlich können wir es uns so leicht nicht machen, und ich habe es mir auch heute zu leicht gemacht, die Kritik nehme ich gerne an, dass ich die Klassenfrage und die Frage der Vermachtung in Arbeit, die Notwendigkeit der Demokratisierung von Arbeit und Arbeitsverhältnis außer Acht gelassen habe. Das gebe ich sofort zu. Und deswegen glaube ich schon, dass die 1789er-Frage genau seine Frage aufwirft. Ich will im positiven Sinne die Frage aufwirft, wie ist es eigentlich wirklich mit der materiellen Basis? Und das hat mit dem Professorenparlament von 1848 verhältnismäßig wenig zu tun. Diese Anlage von 1848 war primär und wesentlich stärker eine bürgerliche Revolte, Meinungsfreiheit, Redefreiheit. Da ging es weit weniger um die Frage des Klassengegensatzes, auch des Eigentumsgegensatzes, den Sie ja durchaus zu Recht aufgeworfen haben. Und ich glaube schon, dass diese Frage eine ist, und da, ich will übrigens auch nicht hier als jemand erscheinen, der Linkspartei ihre Berechtigung abspricht, im Gegenteil. Da hat natürlich eine Wagenknecht-Position, hat eine Position der Linken durchaus eine absolute Berechtigung, als Korrektiv wiederum zu einer durchaus in dieser Frage relativ Macht- und Arbeits- und Kapitalvergessenen grünen Partei. Das will ich durchaus konzidieren. Ja. Ihr Lieben, es ist schon 5:05. Wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, aber ich würde, Wolfgang, also eine Frage könnten wir, glaube ich, noch machen. Bitte schön. Vorne. Ich bin über Ihre Aussage ein bisschen gestolpert, dass also eine Restauration von Ordnung in Fragen der Euro-Rettung und der Flüchtlingsrettung eine linke Position sei. Und das irritiert mich, und da würde ich vielleicht nochmal gegenhalten wollen, dass also, wenn wir von Eurokrise und Flüchtlingskrise sprechen und eine Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit dann natürlich eine Rückkehr zur Ordnung ist, aber sollten wir den Euro retten wollen und die Flüchtlinge retten wollen, dann können wir nicht gleichzeitig auf eine Rechtsstaatlichkeit uns beziehen, die eigentlich im Kern genau diese Probleme hervorruft. Und dann also zu sagen, zurück zu geschlossenen Grenzen und zurück zu einem Euro-Vertragssystem, wie wir es eigentlich abgesprochen haben, da sehe ich keine linke Perspektive drin. Vielen Dank. Ich kann gleich darauf eingehen. Ich war eher die letzte Frage. Letzte Frage, wunderbar, dann passt das ja auch sehr gut, weil danke ich Ihnen einerseits, aber fühle mich ein bisschen missverstanden, gebe es unumwunden zu. Das ist ja manchmal dann auch vielleicht auch eine Gelegenheit, eine Sache zu klären. Ich dachte, ich hätte es versucht, oder ich wollte es jedenfalls versuchen, ein bisschen komplexer, könnte sagen, dialektischer fast zu erklären. Ich sage ja gerade oder versuchte zu sagen,
Der Anspruch, ganz radikal gesprochen, der offenen Grenzen, kann ich unter linken Vorzeichen, den kann ich nicht in Abrede stellen, so ohne weiteres. Weil salopp gesagt, mit dem absurden Begriff, es ist nicht die Gnade der späten Geburt, aber die Gnade der richtigen, des richtigen Geburtsortes, die gibt es sehr wohl. Und Nutznießer des richtigen Geburtsortes sind wir bei allen Unterschieden unserer Sozialisation, unserer Verhältnisse, sind wir alle. Deswegen habe ich ja gerade sagen wollen, wir haben ein ungeheures historisches Glück, dass wir auf diesem Boden unter den Vorzeichen groß und leben werden können und leben können. Das habe ich durchaus sagen wollen. Das ist ein linker, deswegen muss der linke Anspruch darin bestehen, im besten Sinne vielleicht, und das wäre dann wieder das Beißt die mit dem grünen Anspruch, sicherlich nicht unsere Lebensverhältnisse zu globalisieren, weil das haben wir in den 80er Jahren spätestens auch kennengelernt und begriffen, dass das nicht globalisierbar ist. Aber wir werden uns die radikale Frage stellen, und das tun wir ja auch vielleicht als Linke und Grüne, linke Grüne, obwohl es wahrscheinlich eines das Gleiche bedeuten müsste, wie ich vorhin versuchte zu erklären. Wir werden uns die Frage stellen müssen, wie muss unser Lebensstil beschaffen sein, dass alle auf der Welt diesem Anspruch nach Rechnung tragen. Ich habe dann bloß, und das war der Grund, warum ich versuchte, die Grenzfrage nicht apodiktisch zu beantworten, mit der These, macht die Grenzen alle auf. Ich habe der Realität Rechnung tragen müssen, die mich, wenn ich mit offenen Augen durch die Welt gehe, sehen lässt, erkennen lässt, denn wenn wir die Grenzen offen machen, dass wir offensichtlich einen Rechtspopulismus in sämtlichen europäischen Staaten haben, der alle unsere guten Absichten konterkariert. Das war der erste Punkt, wo ich sagte, das alleine gibt schon keine Antwort. Und dann wäre für mich, und deswegen ist es, danke ich Ihnen, dass Sie es nochmal sagen, für mich ist deswegen eigentlich die linke Aufforderung, das ist auch der Kern dessen, was ich seit Jahren schreibe, auch meines Buches, meines letzten, die Kernaufforderung muss darin bestehen, tatsächlich mit dem großen Anspruch, globale Verhältnisse zu ermöglichen, die allen ein Leben auf den Plätzen, wo sie leben, ermöglichen per se. Auch möglicherweise den Austausch, das soll mir recht sein, wobei man sich fragen muss, wie weit das global überhaupt ökologisch machbar ist unter den Bedingungen des Verkehrs. Aber vor allem muss es die Möglichkeit bieten, sämtlichen Menschen ein auskömmliches Leben zu ermöglichen. Das wäre für mich der universalistische Anspruch. Und einer, der über diese Forderung Grenzen auf und das ist die Lösung der Welt hinausgeht. Weil wir sehen, das ist es nicht. Das müssen wir schon zur Kenntnis nehmen. Aber ich gebe Ihnen trotzdem recht, man kann es nochmal radikalisieren. Unsere rechtsstaatliche Ordnung, ich mache es noch schärfer, die Sie ja zu Recht einerseits zwar als gut verteidigen, aber ich würde es schärfer machen, ist im Kern auch eine exklusive. Eine massiv exklusive. Und deswegen war ja dieser Stachel des ersten Satzes mir vor Jahren irgendwann mal klar geworden. Dieser erste Artikel 1, auf den wir alle so stolz sind. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn wir uns ehrlich machen und ehrlich sind, dann ist sie das, mit Abstrichen übrigens auch, in Deutschland. Der Satz ist einer, der absolut auf dem Boden des Grundgesetzes gilt. Natürlich hier für alle Menschen, deswegen haben wir die Unterscheidung zwischen Menschen- und Bürgerrechten. Aber seinem Anspruch, und das führt mich dann eben auf die linke Frage nochmal zurück, und im Sinne von 1789 müsste es eine Aufforderung an uns alle sein, ihn ubiquitär, universalistisch, also auf der ganzen globalen Erde, absolut geltend zu machen. Das ist die Aufforderung, die ich darin sehe. Aber das werden wir, um zum Punkt zu bringen, alleine durch offene Grenzen eben leider nicht erreichen. Das ist ein viel, viel grundsätzlicher Anspruch. Und dann, wirklich mit Willy Brandt zwei Tage nach seinem, oder einem Tag nach seinem 5. Soße, kann man das ja mal sagen, das tendiert zur Richtung einer gerechten Weltordnung. Anders ist das nicht zu machen. Und da steckt wahnsinnig viel drin. Und darüber müsste man, das sei als letztes vielleicht jetzt auch mal in deine Richtung, Bernd, das ist die eigentliche Frage. Was ist grüne Verantwortung angesichts der Weltverhältnisse, die wir dann einzubringen haben? Was ist der Inhalt dieser Verantwortung? Das ist für mich die kardinale Frage. Und das ist sehr, sehr stark mit der Frage des Universalismus, gar nicht notwendigerweise von links und rechts, aber universalistischer Kategorien neu zu diskutieren. Und da werden die Grünen sich in diesen Koalitionsfragen sehr wohl, glaube ich, der Frage stellen müssen, was können sie rausholen, wie radikal sind sie in der Lage, einiges einzubringen und was fällt unter den Tisch? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Alles klar. Vielen Dank, Albrecht Lucke. Wenn ich noch ganz kurz in die Zukunft blicken darf, Albrecht, vielleicht hast du ja Zeit. Wir reden sicher hier im Haus bald wieder über globale Gerechtigkeit, aber in dieser Reihe reden wir Ende Januar mit Rahel Jäger über Fortschritt. Also, Sie kommen wieder, wir freuen uns. Schönen Abend. Unten gibt's noch was zu trinken.